Hallo und herzlich willkommen in der Videowerkstatt. Ich bin Michael und heute zeige ich euch, wie man ein Kettenglied wechselt. In unserem Fall hat sich eine Lasche an der Kette gelöst. Die Werkzeuge, die ihr dafür braucht, ist ein Kettennieter, natürlich ein Kettenschloss. Ich habe mir eine Montagehilfe gebaut aus einer alten Speiche und für diejenigen, die es zu Hause besitzen, ein Montagewerkzeug, um das Kettenschloss zuzumachen. Als allererstes solltet ihr die Montagehilfe in die Kette einhängen. So, dass die Kette hier an dem Bereich Spannung verliert und ihr mit zwei freien Händen arbeiten könnt. Als nächstes setzt ihr das defekte Glied in den Kettennieter und drückt die Niete aus der Kette heraus. Es geht ein bisschen schwer, ihr braucht ein bisschen Druck und jetzt ist die Kette zerteilt. Das defekte Glied einfach herausnehmen und das Kettenschloss einsetzen. Wichtig ist, eins links, eins rechts einsetzen, die Laschen einhaken und die Montagehilfe herausnehmen. Durch kräftigen Zug rastet das Kettenschloss ein und ihr seid fertig. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze recht einfach. Wichtig ist allerdings, dass ihr auf der Tour auch das passende Werkzeug und ein Ersatzkettenglied dabei habt. Und das war's von mir aus der Videowerkstatt. Bis zum nächsten Mal.